Hi, ich bin Yannick Fulda. Ich bin 15 Jahre alt und mit der Teilnahme an dem Wettbewerb Die Gitarre lebt, möchte ich zeigen, dass die Gitarre ein unglaublich geiles Instrument ist. Und das mache ich nicht mit einer, nicht mit zwei, nicht mit drei, sondern mit vier Gitarren. Manche Leute wissen vielleicht gar nicht, was der Wettbewerb Die Gitarre lebt überhaupt ist. In den letzten 10 Jahren ist das Interesse an der Gitarre um die Hälfte gesunken. Früher haben sich so viele Leute für die Gitarre interessiert. Heute interessieren sich leider nur noch so viele Leute für die Gitarre. Und mit dem Wettbewerb, Die Gitarre lebt, wollen wir erreichen, dass in den nächsten 10 Jahren sich wieder so viele Leute für die Gitarre interessieren. Schon als kleines Kind nahm ich an einem Musikschulkarussell teil, bei dem man verschiedene Instrumente ausprobiert. Natürlich habe ich mich für die akustische Gitarre entschieden. Diese spielte ich 6 Jahre. Nach den 6 Jahren wechselte ich zur E-Gitarre, da ich einen rockigeren Sound haben wollte. Natürlich spiele ich nicht nur gern Gitarre, sondern höre sie auch gerne. So war ich auch schon auf etlichen Konzerten. Doch eine Band war in all den Jahren mein klarer Favorit: Queen. Insgesamt ist die Gitarre also schon seit 10 Jahren ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Daher finde ich es besonders schade, dass gerade jetzt das Interesse an der Gitarre so sehr sinkt. Und ich möchte euch zeigen, dass die Gitarre einfach ein super Instrument ist, da man mit ihr so unglaublich viele verschiedene Klänge erzeugen kann. Das war meine Geschichte der Gitarre und ein paar Auszüge aus den Liedern, die ich gerade spiele. Vielleicht kannst auch du auf deine eigene Art und Weise das Interesse an der Gitarre steigern. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du am nächsten Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr auf den Livestream von Hannes auf Werde Musiker für mich abstimmst. Tschüss und noch viel Spaß mit der Gitarre.